Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Also, damit beginnt diese Partie. Ihnen und euch viel Spaß bei dieser Übertragung von Sport Total. 10. Spieltag der Regionalliga West. FC Schalke 04 2, SC Wiedenbrück. Und ab dafür. Schalke wie gewohnt in Königsblau, Wiedenbrück in Weiß und Schwarz. Leicht Ungenauigkeit auf links, wäre einer anspielbar gewesen, eventuell. Aber den bringt Krasniqi nicht direkt rüber. Ballgewinn nun. Amaldin. Gut gemacht. Krasniqi. Mit dem Quer, Müller wartet. Ball fern, sicher den Ball. Jetzt voller Druck. Der Königsblauen! Und der sitzt dann aus der zweiten Reihe. Das war Anno Bodem von links, nachdem Müller den Ball von der Grundlinie noch wegkratzen konnte. Und Wiedenbrück wurde da bei diesem Konterangriff von Schalke etwas überrumpelt, kam nicht mehr in die Defensivformation hinein. Und es ist der 19-jährige Defensivspieler Anno Bodem mit seinem zweiten Saisontor und mit der Führung nach nicht einmal 10 Minuten für Königsblau. Er kann den Körper dazwischen stellen, dann gefährlich flach ausgespielt. Müller, erstmal die Drehung. Boboy, Abschluss. Er ist abgefälscht und es gibt nochmal einen Eckstoß kurz vor der Halbzeitpause für die Knappenschmiede. Das könnte jetzt sehr wahrscheinlich die letzte Aktion sein in der ersten Spielhälfte. Caparros bringt den rechten Lagen. Müller nochmal per Kopf, macht den scharf. Vatterslot. Schuss geblockt. Patrick Holz pfeift ab. Also dieser geblockte Schuss von Steven van der Sloot. Der letzte kleine Akzent in dieser ersten Spielhälfte. In der Regionalliga West-Saison 23-24. Patrick Holz pfeift an. Kapitän spielt den Ball zurück. Die zweite Spielhälfte beginnt. Wiedenbrück von links nach rechts in weiß und blau-schwarzen Hosen. Und mit Tom Röse über die rechte Seite. Der zieht da durch gegen Albutat. Wie schon in der ersten Spielhälfte, in den ersten Sekunden direkt der erste Aufreger. Die erste gelbe Karte obendrauf gegen den Rechtsverteidiger Dominik Domröse. Da bin ich das Sicherheitsnetz gerade für die vielen jungen Mitspieler. Joey Müller. Ja, ein Kontakt zu viel gegen Kapitän. Ball gewinnt Wiedenbrück. Albutat stellt den Körper dazwischen. Vorhin gab es die erste gelbe Karte nach einem Vergehen gegen Tim Albutat. Jetzt steckt er selber die gelbe Karte ein. Der Kapitän, der Schalker. So, der Eckball mit Schnitt nach außen, links. Jetzt der Abschluss! Der erste gefährliche Torschuss, das eingewechselte Sina Sansa. Kein wirklicher Test für Dreichel, aber da muss er trotzdem hellwach bleiben. Also, die Trainer mit ihren beiden Doppelwechseln haben die Schlussoffensive eingeleitet und man merkt auch, jetzt ist hier mehr Tempo drin mit frischen Kräften, unter anderem mit Meißel. Und der Ball Sansa mit dem taktischen Foul da an der Strafraumkante gegen Yannick Tonje. Abgeblockt, aber er setzt nochmal nach, der Rechtsverteidiger mit vollem Einsatz, dann das Bein dazwischen. Und der Gegenschuss läuft über Boboy und Meißel. Boboy, der Verteidiger mal vorne auf Abwägen. Meißel über rechts. Gegen Hölscher. Boboy am Boden, da steht er wieder. Der Tommy Boboy. Immer noch kein Abschluss. Van der Sloot war aus der zweiten Reihe. Ball vorbei, Abstoß, Wiedenbrück. Langer Ball von Hölscher. Und Tim Schmidt bringt da rein. Flugeinlage vom eingewechselten Verteidiger. Patrick Holz pfeift das. Wiedenbrück hat den letzten Funken Hoffnung verloren, denn das Spiel ist vorbei. Patrick Holz pfeift ab, 10. Spieltag der Regionalliga West. Der FC Schalke 04, die zweite Mannschaft, gewinnt mit 1:0 gegen den SC Wiedenbrück. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.